Willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Wir können hier keinen Meter gehen, ohne hier gegen ein Pokémon zu stoßen. Hier im Felstunnel, denn wir sind ja gerade auf dem Weg nach Lavandia und müssen aber zunächst diesen Tunnel durchqueren und sprechen einfach mal mit diesem Typen hier. Halt, Beutelkontrolle. Hast du auch ausreichend Pokébälle bei dir? Oh, sieht gut aus. Kontrolle bestanden. Falls dir die Pokébälle ausgehen, komm bei mir vorbei. Ach, wie nett. Stimmt, so jemanden hatten wir schon mal gehabt. Das ist ja nett. Und eine Trainerin. Huch, komm mir im Dunkeln bloß nicht so nahe. Naja, also ich könnte verstehen, dass es übersagt, wenn ich irgendwie Reißzähne hätte und so. Aber ich meine, ne, ob man vor einem, weiß ich nicht, vielleicht 14-jährigen Jungen so Angst haben muss, das ist die andere Frage. Na gut, wie sie meint, die Kerstin. Oh, stimmt, mein Pikachu ist ja ausgesprochen angeschlagen, habe ich ja ganz vergessen. Gegen ihr Nidorina. Das ist nochmal Typ Boden. Ich nehme mal an, Typ Boden, aber ich glaube, ich habe immer gedacht, es wäre Boden. Es ist aber normal. War das nicht diese Geschichte? Ach du gute Güte, wir müssen dringend auf jeden Fall mal wieder in den Pokécenter. Fällt mir auch gerade so auf. Wisst ihr, was wir machen? Ich setze. Ist aber auch nicht so günstig, auf NG-Gamer zu setzen, wenn das Ding jetzt Boden ist. Ah, da wäre. Nun gut, ich würde sagen, so oder so, ich heile auf jeden Fall Pikachu. Auch für die Zukunft machen wir das. So, und jetzt sind wir auch noch mit anderen Attacken ausgestattet. Wir müssen ja jetzt nicht hier mit Donnerblitz drauf. Oder ich probiere es mal. Giftstachel. Hoffentlich bin ich nicht vergiftet, zum Glück nicht. Ich probiere es mal aus. Aus wissenschaftlichen Gründen. Mach mal Donnerblitz, Pikachu, und. Aha, es ist doch normal. Nehme ich dann an. Wäre es Boden gewesen, wäre es ja ineffektiv gewesen, mein Schlag gegen ihn. Dann machen wir doch mal. Oh, was machen wir da Schönes? Slam brauchen wir jetzt nicht. Donnerblitz ist ohnehin ein bisschen angeschlagen. Machen wir einen Doppelkick. Das sollte auch reichen. Denke ich. Ja, komm. Ja, perfekt. Eben ging es so ganz langsam runter. Deswegen dachte ich, es reicht nicht ganz. Aber doch, wäre auch sehr komisch gewesen. So. Sehr schön. Das war's von Nidorina. Level 29. Sehr schön. Die Werte steigen wieder. Sehr schön. So sind wir im Moment aufgestellt. Gefällt mir. Und die Kerstin ist besiegt. Ah, es war zu dunkel. Ich konnte gar nichts sehen. Sehr schön. Ah, toll. Ich dachte, ich wäre, weiß ich nicht was. Ach ja, kann man schon mal machen. So, der spricht mich auch an, aber... Ja, komm, wir reden freiwillig. Ich kann nie irgendwie sehen, bei Leuten, die irgendwie eine Mütze aufhaben, ob das jetzt irgendwie Männlein, Weiblein ist. Man weiß es nicht. Du hast Pokémon, dann auf in den Kampf. Deswegen muss ich ja fast neutral sprechen. Ich sehe das irgendwie immer erst dann im Kampfbildschirm jetzt. Phil, ah ja. Dann lass mal sehen, was du so hast, Nidorino. Diesmal. Alles Klärchen, Wunderbärchen. Da können wir eigentlich auch unbeehrt mit Donnerblitz drauf, eigentlich. Oder machen wir einen Slam? Was hältst denn du von Slam? Eigentlich? Wow. Oh, ja, perfekto. Es hat auf meinen Ruf reagiert. Dann mach doch nochmal einen Slam. Versuch's nochmal. Slam, los. Bams. Ganz gut. Giftstachel. Oh Mist, ich hoffe, das vergiftet mich nicht. Oh, natürlich tut es das. Aha. Diesmal hat das geschafft. Mist. Einen... Donnerblitz, los! Pikachu, du schaffst es! Halt durch, Kumpel! Sehr schön. Blödes Viechgedöns hier vergiftet mich. So eine Frechheit. Wirklich. Da versuche ich es besser. Das versuche ich besser. Wann anders nochmal? Ja. Davon mit dir. So. Hier kreucht und fleucht aber auch einiges rum. Meine Güte. Weil es ja auch alles ein bisschen enger ist, vielleicht kommt mir das da auch so vor. Ich glaube, hier sind wirklich viele Pokémon unterwegs. Ein super Trank. Ist ja nett.
Ich will eigentlich gerade nicht so ganz. Ich will weg. Weg. So. Was haben wir da? Ein Säckchen Sternenstaub. Sehr schön. Was ja nichts wert ist, wie wir gelernt haben. Und gespickt mit Tränen ist das Dingens hier auch noch. Ich bin die ganze Zeit überlegen im Übrigen, ob ich Änderungen an meinem Team vornehmen soll. Also jetzt habe ich ja in Form von Onix und Snubbilicat ja zwei Transport-Pokémon, sage ich mal, die eigentlich nur im Team sind, weil sie halt mich schneller transportieren oder eben, ja, im Fall von Onix nicht schneller, aber halt ein bisschen, ja, wie sagt man, standesgemäßer, so irgendwie, als Meistertrainer hier auf dem meterhohen Schlangengesteinsviech. Aber ich überlege tatsächlich, Onix zu tauschen, womöglich gegen ein anderes Gesteins-Pokémon. Ich dachte da eigentlich an Georock zum Beispiel. Das könnten wir machen. Dann haben wir auch ein Gesteins-Pokémon im Team in Kampf, stärkeres vielleicht. Und was vielleicht auch nicht so übel wäre, vielleicht ein Pantymos. Das wäre natürlich sehr cool. Die Frage ist, verzichte ich komplett auf meine Transport-Pokémon? Ich habe eigentlich schon Lust, Onix und Snubbilicat zu tauschen, aber irgendwie... Ach, ich verzichte nur ungern auf meinen Thron hier. Mann, ich muss mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Aber da habe ich eigentlich Lust drauf, auch ein bisschen mit Pantymos rumzuspielen. Ich bin extra bis hierher gekommen, um nach Pokémon zu suchen. Ja, wenn du auf Gesteins... Zeugs stehst, bist du richtig, glaube ich. Hier läuft einiges rum. Die Wiki, Ziki Wiki, setzt Mauzi ein. Okay. So, Mauzi, das Sim-Karten-Pokémon. Oder so ähnlich. Donnerblitz, los. Oh, du bist ja da vergiftet, stimmt ja. Mogelhieb, nein. Na, ganz toll. Das ist natürlich jetzt doof. Ich entgifte eigentlich. Das natürlich ist wieder eine ungute Situation. Wenn ich es heile, dann ist es tot. Deswegen... Ach, warte mal, stopp. Ich habe ja hier das Pikachu-Symbol. Und das bedeutet, ich darf schütteln, um... Hallo? Jetzt. Ich habe geschüttelt, um meine Werte kurzzeitig zu erhöhen. Was? Nochmal was? Ja, jetzt. Es dreht richtig auf. Das wollte ich sehen. Was? Pika Flash? Ah, tatsächlich. Mir wurde gesagt, ich soll, wenn Pikachu mit dem Joy-Con tanzen, da auftaucht. Oh. Oh, Pikachu. Oh. Wie süß. Wo war ich gerade? Vulpix, NT-Gamer, nein. Feuer, was machen wir da? Wir haben kein Wasser-Pokémon. Da ist, glaube ich, auch Stein nicht so verkehrt. Ach, wir bräuchten ein schönes Stein-Pokémon, wechseln aber. Aber danke, Pikachu, für deinen tollen Dienst. Oh, Onix ist tot, stimmt ja, da war ja was. Wir müssen irgendwen heilen, das steht fest. Genau, auf jeden Fall Pika Flash ist die Super-Attacke, von der mir ein Zuschauer erzählt hat beim letzten Mal, als ich geschüttelt habe beim Pikachu-Symbol. Hat Pikachu keine Super-Attacke ausgeführt, dafür aber seine Werte gesteigert kurzzeitig. Okay, also wechselt es ab oder hängt es vielleicht von irgendwelchen Faktoren ab, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, jetzt hat Pikachu einen Pika Flash hingelegt. Eine super starke Elektroattacke. Finde ich super schön. Wirklich sehr, sehr cool. Ach, Pikachu ist einfach eine Wundertüte. Konfusstrahl. Ui. Ach, das kann mich verwirren. Ja, genau. Das war das. Och, na toll. Ich weiß, Pikachu ist so ein Status-Magnet. Gefühlt irgendwie. Was machen wir gegen dich, Donnerblitz? Oh nein. Töte dich nicht selbst, Pikachu. Ja, danke, Kumpel. Und tschüss.
Sehr schön. Nice, die Wiki, Zicky Wiki ist besiegt. Ich habe keine Pokémon mehr. Sag bloß. Ehrlich, manche Leute. So. Oh, mich hat etwas angefallen. Ein Kleinstein. Ja, nein, ja. Das lassen wir. Hab ich jetzt nicht so Lust drauf. Brauchen wir nicht unbedingt. Feldtunnel verbindet Azuria City mit Lavandia. Auch das ist uns natürlich bekannt. Hier geht's raus, glaube ich. Und wo geht's hier lang? Ah, zu einem Item, dachte ich mir. Eine Perle. Ach, schön. Mhm. Nein. Aber ich glaube, hier können wir den ganzen Krempel, den wir haben, getrost verkaufen. Wobei, vielleicht verlangt doch noch ein Charakter danach. Weil in Zelda mache ich das nicht, weil ich da Angst habe, dass ich da irgendwas mitmachen kann. Ja, wir gucken mal, was wir verkaufen, was wir behalten erstmal. So, Feldtunnel, ja natürlich, den kennen wir. Jetzt sind wir auf Route 10 angekommen. Jetzt muss ich doch mal auf die Karte lunsen. Wie weit ist es denn noch? So. Wie weit? Ah, wir sind ganz dicht dran, dachte ich mir schon. So, also, Route 10. Hier runter. Sehr schön. Kann man tricksen, gefällt mir. Wollen wir gegen die kämpfen? Ja, komm. Ja, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich die Pokémon der Höhle übersprungen habe. Einatmen und wieder ausatmen. Die Bergluft ist so wunderbar erfrischend. Ja. Das stimmt. Ich meine, ich kann sie nicht riechen. Das kann mein Charakter, aber egal. Heimke. Oh, ist ein Typ. Egal. Krabi. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht bekämpft. Da machen wir doch mal sehr gerne einen Donnerblitz. Los, Pikachu. Ja, dadurch, dass es ein Wasser-Pokémon ist, natürlich effektiv. Tschüss, Krabi. So. Sandermeer kommt nun dran. Praktisch das Gegenteil. Kriegen wir das hin? Das kriegen wir eigentlich hin, oder? Das kriegen wir auch so hin. Wir haben ja auch anderes zu bieten, außer Donnerblitz. Agilität. Ach, das war das. Und Slam. Wo ist eigentlich die Verwirrung hin? Ach, die ist weg. Siehste mal. Okay. Ach, stimmt. Ich glaube, Verwirrung überdauert den Kampf nicht. Aber Vergiftung und Verbrennung schon. Wenn mich nicht alles täuscht. Und Tod natürlich. Also, ne? Okay. Ist gar nicht mal so gut. Doppelkick können wir uns da auch sparen. Dann eben nochmal slammen. Mist. Sternschauer. Na, no, wie süß. Ach, das ist richtig süß. Slam, los. Zeig ihm, was eine richtige Attacke ist. Ein Volltreffer. Sandwirbel. Jetzt wird mir wieder Sand ins Auge geworfen. Das ist ja unhöflich. Doppelkick können wir mal machen zur Abwechslung. Damit dem Sandermeer nicht langweilig wird und der sich an was gewöhnt. Okay, hätten wir anders machen sollen, egal. Schaufler, Mist. Warte mal, war es nicht so, dass wenn ich jetzt, warte mal, wenn ich jetzt das Pokémon wechsle, verfehlt mich das doch, oder? Irgendwie war da mal was, warte mal. Ich glaube zwar nicht, aber wir probieren es mal. Ich habe da was im Gedächtnis. Oh, ne. Oh, gut. Für die Wissenschaft. Aber irgendwas war doch da. Man kann der Wucht des Schauflers entgehen, wenn man irgendwas tut. Ich dachte, wenn man das Pokémon wechselt. Warum genau ich das dachte, wusste ich gerade auch nicht. Egal. Machen wir einen Rankenheb. Das sollte reichen. Bams. Gut. Und damit ist der Heimke besiegt.
Ich habe doch eingeatmet und wieder ausgeatmet. Trotzdem ist mir im Kampf die Puste ausgegangen. Passiert, ne? Trotz Atemübungen hat er es nicht geschafft. Puh, ich war lange nicht mehr in den Bergen unterwegs und jetzt bin ich echt erschöpft. Naja, mal sehen, ob sich das in deinen Kampfkünsten widerspiegelt. Die Natalie. Och, guck mal, kennen wir irgendwoher. Schon mal gesehen auf unserem Weg. Ah, der sieht ja aus wie ich, denkt sich Pikachu. Und ist ein Weibchen. So, was machen wir da? Slam, los. Schade, dass wir keine Anziehung drauf haben. Kann Pikachu die lernen? Nee. Ich glaube nicht. Nicht im Spiel. Ich glaube nicht. Ich muss mal nachgucken. Gibt es die überhaupt in den Spielen? Das weiß ich gar nicht. Muss ich gestehen. Reicht ein Doppelkick? Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich doch schon. Bams, ja. Na, no, da ist es tot. Sehr schön. So, Tauboga. Ah, ein Fehler, denn bekanntlich gehört die Luft den Elektro-Pokémon. Also Pikachu, Donnerblitz. Nur noch 3 AP, verdammt. Mist. Tschüss. Nice Ear, Dice Ear. NT erreicht die 28. Und die Natalie ist down. Oh, ich war schon vor dem Kampf fix und fertig. Was will man da erwarten? Sag ich's nicht. Aber statt sich auszuruhen, stürzt sie sich in tollkühne Kämpfe. Die Jugend von heute. Oh, da ist wieder ein Cosplayer. Oh, das ist ein Item. Warte mal, ich wollte sowieso... da lang holen wir uns doch das Item. Ich muss jetzt aber nicht... Ach doch, ich muss. Ich dachte, er dreht sich. Nein. Dann kämpfen wir eben mal gegen den Hagrid. Hahaha. Ah ja. Hagrid Lucius fordert mich heraus. Kleinstein. So. Da gibt's einmal Doppelkick. Bams. Und nochmal. Richtig schön. Mit Pikachus kleinen Füßchen hier. Die will ich nicht ins Gesicht bekommen. So. Nochmal. Los. Sehr schön. Es mag zwar niedlich aussehen, aber unter der Haut... Es ist ein eiskalter Killer. Nein, eigentlich in keiner Weise, aber egal. Georock, guck mal. Ne, da kämpfen wir doch gerade weiter. So, Pikachu, das schaffen wir. Lass dich von seinen Muskeln, oder eigentlich ja nicht, von seiner eindrucksvollen Gestalt, sagen wir mal, nicht beeindrucken, Pikachu. Wir schaffen das. Komm schon, Kumpel. Steinhagel, das ist stark, oder? Ja, ist es. Oh nein, Kumpel, verzweifle doch nicht. Solange ich da bin, passiert dir nichts. Okay, tschüss, Spaß. So. Wieder aufgeladen. Oh, Frechdachs. Slam oder Doppelkick? Ist halt 80 und 30, aber ist halt effektiv. Dann nochmal Doppelkick. Komm, das schaffen wir. Jawohl, ja, perfekt. Gut. War ein etwas stärkerer Hagrid? Ha, Haji meint ich natürlich. Klar, ist klar. Ja, ja. Superbälle, 3 Stück. Kann man durchaus machen.
So, ein Cosplayer. Ja, ja, ist schon gut. Ich weiß, was du willst. Hey, du, möchtest du mein Pokémon sehen? Komisch formuliert, aber ja, ich will dein Pokémon sehen. Okay, wer weiß, was das hier für Slang... Was das hier für ein Slang ist in der Gegend? Der Damien. Du Texu, ach du Gutgüte. Es wird nochmal ordentlich auf mir rumgehackt. Und ich werde verlacht, weil ich nur keine 50 Pokémon für das blöde Glumanda habe. Vielleicht sehen wir unterwegs eins. Aber ich hätte schon gerne dieses speziell, was der Typ hatte. Und abgeben will an jemanden, der bereits 50 Pokémon gesehen hat. Slam? Ja, kann man machen. Blut, oh nein. Nochmal Slam. Und das war sein Ende. Aber wie gesagt, ich fände es viel schöner, wenn die Pokémaniacs immer wie Pokémon verkleidet wären. Oder angezogen. Wäre doch viel besser. Warum immer Fleckmon? Donner. Ja. Kommt drauf an, wie stark ist die denn? Stark, glaube ich. Eine verheerende Elektroattacke, die das Ziel eventuell paralysiert. Oh, hallo. Dann würde ich doch mal sagen... Donnerblitz ist halt verlässlicher. Und nur wenig schwächer. Ich würde das jetzt nicht unbedingt tauschen. Ich würde vielleicht eher Agilität verlernen dafür. Ja, das machen wir auch. Wir haben ja eine relativ gute Initiative, von daher lernen wir Donner und vergessen dafür Agilität. Und der Damien ist besiegt. Ah, mein kostbares Pokémon. Der Blick, unbezahlbar. Aber die zahlen auch immer gut. Kann man nicht sagen. So, weiter geht's. Und, Moment, es muss feierlicher sein. So, ihr Lieben, wir werden jetzt hochoffiziell die Schwelle zu Lavandia übertreten. Okay. Ja, ja. Einer der wohl berühmtesten, wenn nicht sogar der berühmteste Pokémon-Soundtrack, den es nur gibt. Ach ja. Und auch der umstrittenste. Ach, schön. Gut, aber zuerst gehen wir mal ins hiesige Poké-Center. Das wird bestimmt auch ein bisschen anders sein, als man es von den normalen gewohnt ist. Team Rocket würde für Geld jede noch so böse Tat vollbringen. Das mag sein. Tragosso tragen doch Schädelmasken, stimmt's? Die soll man teuer verkaufen können. Ja, klar. Reißt ihm einfach die Maske vom Gesicht, das wahrscheinlich ein Körperteil ist, aber egal. Also hier wird der Handel mit Körperteilen noch propagiert. Du bist doch eine Alola-Tauscherin, oder? Sag mal, stimmt es eigentlich, dass die Dicta aus Kanto vollkommen kahl sind? Mein Dicta hat nämlich Haare auf dem Kopf. Sollen wir unsere Exemplare tauschen, um sie vergleichen zu können? Ja, na klar, bin ich immer offen. Geben wir natürlich das Billigste. Nein, ich bin gemein. Ich treibe hier Handel mit Pokémon. Zum Tausch anbieten. Tauschen. Oh, wie aufregend. Worauf warten wir dann noch? Auf gar nichts. So, jetzt sehen wir die coole Tauschanimation. Du gibst Digga in die Obhut von Digga. Was, Digga? Digga, Digga? Seht ihr was? Oh, wie süß. Es hat zwei Haare auf dem Kopf. Ein Alola, Digga. Wie süß. Drei Haare hat's. Kümmere dich gut um Digga. Werde ich tun. Oh, cool. Die Erde ist eher so ein Gestein, so ein Vulkangestein vielleicht sogar eher. Es hat drei Haare auf dem Kopf und es hat den Typ Stahl dazu bekommen. Sehr cool. Ach, wie süß. Es ist einfach so süß. Ach ja. Wow, es stimmt also. Sein Kopf fühlt sich so glatt und geschmeidig an. Was? Was? Na gut, wer drauf steht.
Danke, du hast mich damit sehr glücklich gemacht. Lass uns bald wieder tauschen. Okay, wir nehmen Abstand. Entfernen uns vorsichtig. Ich habe gesehen, wie die Mutter eines Dragosso versucht hat, Team Rocket zu entkommen. Sie konnte aber leider nicht fliehen. Ich hätte ihr helfen sollen, aber ich war vor Angst wie gelähmt. Oh. Unschön. Ja. Das sollt ihr. Damit wir wieder voll einsatzfähig sind. Alle versammelt. So, danke sehr. Ja. Gut, dann geht's raus ins düstere Lavandia. Ah ja. Aber hier ist irgendwie ein bisschen ja, dunkelviolett gehalten alles. Kann man machen. In letzter Zeit sollen im Pokémon-Turm häufig Gespenster herumspuken. Ich glaube, das hat mit den Pokémon zu tun, die von Team Rocket entführt wurden. Die sind nämlich nie wieder zurückgekehrt. Ja, Lavandia ist nämlich eine etwas andere Stadt. Eine finstere. Und das, der heißt jetzt Pokémon-Turm? Pokémon-Turm. Hier ruhen Pokémon in Frieden. Genau. Wollen wir da gleich rein? Ja, komm. Das müssen wir tun. Pokémon-Turm. Okay. Hieß der nicht früher Lavandia-Turm? Oder ist das ein anderer oder ist es einfach nicht mehr so? Bist du hier, um dir verstorbenen Pokémon zu gedenken? Was für ein lieber Junge. Du hast ein Herz aus Gold. Oh, danke. Genau, denn das hier ist der Pokémon-Friedhof, wenn man so möchte. Ich bin eine Exorzistin. Ich spüre eine rastlose Seele oben im Turm. Okay. Ich bin eine Exorzistin. Kann man schon mal machen. Mein Fukano, warum hast du mich verlassen? Oh, wie schrecklich. Na sowas, du bist aber ein niedlicher Junge. Willst du etwa den Pokémon-Turm besuchen? Was bist du doch für ein liebes Kind? Da fällt mir was ein. Die Pokémon dort freuen sich bestimmt, wenn du ihnen in hübscher Kleidung gegenüber trittst. Oh je, eine verrückte, senile Dame, die irgendwie will, dass ich mich für die Toten schön anziehe. Formelles Set von der alten Frau erhalten. Danke aber. Aber ein bisschen seltsam ist es schon. Mein Pipi fehlt mir so sehr. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Die Leute hier sind geknechtet von Kummer, Schmerz und Trauer. Hallöchen. Der Pokémon-Turm wurde im Andenken an verblichene Pokémon errichtet. Alles klar, komm, wir ziehen uns doch hier jetzt passend an. Auf jeden Fall erzeugt das Ganze eine sehr bedrückende Atmosphäre und dafür ist Lavandia eben auch bekannt, weil es einfach ein ganz seltsamen Kontrast bildet zu dem freundlichen, bunten Pokémon, in dem scheinbar nichts Böses existiert, außer halt vielleicht die Team Rocket und die anderen Verbrecherbanden. Aber abgesehen davon geht alles fair und gerecht zu und es gibt nichts Böses oder kaum Böses, sagen wir so. Und dann gibt es eben Lavandia. Was eben auch, nein, ja, sich mit Verlust, ach, das ist für Pikachu, ach so, ach, oh je, sieht, okay, bisschen anders aus, aber können wir machen, oder wie darf ich mir das vorstellen, hab ich das auch, ach so, ich verstehe, genau, und dass sich hier mit dem Tod auseinandergesetzt wird, finde ich sehr gut auf jeden Fall. Und mit der Vergänglichkeit allen Lebens. So. Taschen. Auch die formelle Tasche natürlich. So, jetzt sind wir hier voll im 50er, 60er Jahre Detektiv-Look. Bisschen britisch angehaucht vielleicht. So ein bisschen, kann ich mir vorstellen. So, wir gehen mal in das. Okay. Okay. Und hier sind tatsächlich Grabsteine. Oh, das ist für mich ganz. Ja, erstmal muss ich erstmal auf mich wirken lassen, muss ich sagen. Ich kenn's nicht. Ich habe ja das Original. Oder was heißt das Original? Den alten Teil, die alte Generation nie gespielt. Deswegen ist das alles ganz neu für mich. Ich kannte Lavandia natürlich schon und wusste, dass es hier einen Pokémon-Friedhof gibt, aber mehr auch nicht. Du findest ein Elixier. Danke sehr.
Gibt's überall Grabinschriften? Nee, das nicht. Okay. Irgendwie schön, irgendwie natürlich nicht so schön. Selbst die Exorzistinnen wissen nicht, was es mit den all den umherirrenden Geistern auf sich hat. Wenn wir doch nur ein Silph-Scope hätten. Silph-Scope? Silph-Scope? Dann könnten wir der Wahrheit vielleicht auf den Grund gehen. Okay. Hallo, wen haben wir denn da? Welch ein Bürschlein. Hey, Skalium. Moment, was machst du denn hier? Sag nicht, dass eines deiner Pokémon... Nein, Quatsch, keine Sorge. Es ist alles in Ordnung? Puh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Aber weißt du, womit es mir noch besser gehen würde? Wenn du mir in einem Kampf zeigen würdest, dass deine Pokémon auch wirklich fit sind und nicht reif sind, hier zu liegen. Ja, ja, ist ja gut, chill. Mein Herrn. Dann zeig mal, was du so kannst. Tauboga. Sehr nett, dass du mir so entgegenkommst. Da können wir gleich unsere schicke neue Elektroattacke ausprobieren. Los, Pikachu, Donner! Wir sind zu arm für den Blitz, wir können uns nur den Donner leisten. Der war selten dämlich, aber egal. So. Mist. Wir müssen uns jetzt damit anfreunden, dass es langsam Attacken gibt, die zwar stark sind, aber auch nur alle 10 Jahre einmal... alle 10 Jahre einmal treffen und sonst immer daneben gehen. Nee, wir lassen es lieber. Hier reicht ja auch ein Donnerblitz. Hm? Jetzt aber. Und tschüss. Sehr schön. Pokémon Nummer 2, bitte. Duflor. Da tauschen wir doch mit Fukano. Oder war das gar nicht Pflanze, sondern nur Gift? Nee, das ist schon auch Pflanze, glaube ich. Ach nee, das habe ich, glaube ich, schon mal gedacht. Das ist nur Gift. War das nicht das? Warte mal, ein Flammenwurf. Ah nee, es ist doch Pflanze. Ich war mir nicht mehr sicher. Schlaf, Bruder, nein! Schlaf nicht ein, Fukano, bitte nicht! Oh, was? Och, guess what? Es schläft ein. Ja, verbrenne. Elendig. Geh zugrunde. Ach, nee, wir wecken es jetzt nicht. Für diese Frechheit kommt Pikachu nochmal ins Spiel. Komm zurück, Fukano. Das auf zauberhafte Weise wach ist irgendwie. Säure. Wieder so unhöflich ist das Vieh. Dem werden wir Manieren beibringen mit einem schönen... Oh, Donnerblitz ist ja... Nee, machen wir lieber einen Slam. Wenn das jetzt nicht trifft, dann kann ich auch nicht mehr helfen, aber sehr schön. Hat funktioniert? Bitte. Na, verdammt. Wenigstens lässt es das Schlafpuder stecken. Ein Doppelkick. Zum guten Schluss. Nein! Ja! Ach, so ein... Ehrlich. Typisch Julian. Spaß. So. Hätte gereicht. Hätte der Herr Julian... Nee. Das wird mir jetzt doof. Wir machen Folgendes. Habe ich einen Aufwecker? Ja. Einsetzen. Bei Pikachu, bei uns. Nein, bei Fukano. Und es wacht auf. Ja, und der nächste wird schlafen gelegt. Kann man machen. Passt. Denn genau das wollte ich auch tun. Nämlich wechseln. So, wir wechseln nochmal gegen Fukano. In der Hoffnung, der lässt jetzt ein blödes Schlafpuder. Komm zurück, mein Freund. Du hast gut gekämpft. Ah, Säure zum Glück nur. Genau. Auf das sich deine Verbrennungen lähmen und geißeln. Flammenwurf, los. Nein! Mann, ja, perfekto. So lobe ich mir das doch. Kampf, rechte Hand ist
Nee. Nee. Nee, ist ja auch nur... Ja. Nee, ja. Flammenwurf, los. Nice. Tschüss, du nerviges Getier. Sehr nett. 23. Und seine... Oh, der hat aber eine abenteuerliche Initiative. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Sehr gut. Blitzer. Da tauschen wir doch mal gegen NT-Gamer. Also hat sich sein Evoli mittlerweile zu Blitzer entwickelt. Oder war, ist es schon nett? Warte mal, beim letzten Mal war es da auch schon ein Blitzer. Irgendwie habe ich so ein Déjà-vu. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Dann habe ich euch gesagt, ja, Blitzer ist die Elektro-Abzweigung des Stammbaums von Evoli. Ich bin gerade echt verwirrt. Habe ich euch das schon mal gesagt? War es beim letzten Mal auch schon ein Blitzer oder war es da noch ein... Ach komm. Sehr schön. Karma und so. Wäre schön, wenn ich das jetzt einschläfern könnte. Für immer. Sehr schön. Klappt's? Jawohl, ja. Nice air, nice air. Ach, jetzt kann ich es schön hier zugrunde richten. Oder so. Mhm. Der macht wahrscheinlich nach einem Kratzer auf. Nicht sehr effektiv. Okay, dann ein Rankenhieb. Meinetwegen. Bisschen auspeitschen. Noch ein Bodycheck. Ich schmeiß mich mit meinem ganzen Gewicht auf das Vieh drauf und schläft tief und fest. Aber es ist hartnäckig. Auf 28. Das ist wirklich... Muss ich ihm mal auf die Schulter klopfen? Ja, ist natürlich wach. So, ich verwandle mich. Ja, na klar. Ich reg mich gar nicht mehr auf. Ich bin in Betrug. Und wenn du jetzt dich heilst. Ah, danke sehr. Danke für den Fehler deines Lebens. So. Down. Hätte er sich geheilt, hätte das Ganze natürlich noch mehr künstlich in die Länge gezogen. Ich würde sagen, sie sind fit genug. Würde ich doch auch behaupten, die sind noch nicht reif für diesen Ort. Verflixt, ich habe in der Hitze des Gefechts Dragosso aus den Augen verloren. Hast du schon mal einen Dragosso gesehen? Jupp. Man erkennt sie an dem Schädel, den sie auf dem Kopf tragen. Das Dragosso eben hat so ausgesehen, als hätte es irgendwas gesucht. Vielleicht finde ich es etwa... Finde ich es ein paar Stockwerke weiter oben. Ah ja, es geht also noch... Deutlich weiter nach oben. Interessant. Eine Kapsel X-Angriff. Sehr schön. Also, der Ort jetzt vielleicht nicht unbedingt. Wobei, schön ist er schon, aber natürlich auch auf eine andere Art und Weise. Und wenn ich jetzt schüttel, dann passiert was? Ich schüttel ein... Ach so, stimmt, das wissen wir. Dann kommen wir hier... Oh, wie süß. Daniel scheint gern mit dem Pokémon von Julian zu spielen. Ach, guck mal. Ah, oh, wir müssen mal wieder... Oh, nicht... Hallo, nicht traurig sein. War ich zu grob? Willst du eher... Pikachu, ich bin es doch. Ist es der Ort, der komische Dinge mit dir tut? Keine Angst, ich bin es doch nur. Oh. So tue ich ihm weh. Ja, den Schwanz lässt sich gerne streicheln hier. Ein Schelm ist das hier. Na gut. Dann berücksichtige ich natürlich seine Vorlieben, ne? Ich meine, ihm soll es sehr gut gehen. So. Oh. Hast so toll gekämpft in letzter Zeit. Wirklich. Und dein Pika-Flash war auch nicht von schlechten Eltern. Von daher, komm. Ein paar extra Einheiten gibt's heute noch. Oh, es ist so süß. Kann ich irgendwie... Oh, I'm sorry. Manchmal niest Pikachu auch. Hat er, glaube ich, bei uns noch nie gemacht. Aber ich will unbedingt, dass er mal niest.
Hoffentlich tut ihr das eines Tages, weil das ist dann wirklich Diabetes im Endstadium. So. Letzte Einheit für heute. Na komm, eine geht noch. Eine geht noch. So. Okay, bis bald, Pikachu. So, jetzt haben wir es gestreichelt. Jetzt können wir es wieder hier im Kampf nutzen, auf das es verschleißt. Nein, natürlich nicht. Ihr Lieben, das soll's von diesem Part gewesen sein. Ich danke sehr fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.